Willkommen zu Freddys Reisetagebuch. Ich bin heute in Hamburg unterwegs und wir schreiben den 31.12. Und bitte, das ist die Alicia. Hi. Hallo. Die Alicia braucht deine Lust. Wir sind gerade komplett allein in unserem Bahnabteil. Und wir können ganz laut singen. Wir können ganz laut singen. Ganz laut singen und tanzen. Lass uns durch die Bahn tanzen. Das ist voll die gute Idee. Und dann feststellen. Nein. Was war das? Ja, aber es, also ich meine, das war schon vorher kaputt, aber es geht nicht weiter kaputt irgendwie. Ja, also ich, also ich für meinen Teil bin schon gespannt, wie es weitergeht. Da steht ordentlich wegen Baba, genau, da steht Mitte. Ich für meinen Teil bin jedenfalls schon. Ich für meinen Teil bin schon voll gespannt auf Hamburger Feuerwerk. Das heißt erstmal, dass ich Silvester in Hamburg verbringe und ich freue mich da schon voll drauf. Ich bin gespannt. Also es ist sehr neblig und es soll heute auch noch gewittern oder regnen. Das wird nachher noch nebliger, das ist der ganze Rauch und so weiter. Ich bin gespannt, wie viel man überhaupt sehen wird, aber... Nichts, gar nichts mehr, wirklich. Aber wahrscheinlich zumindest das, was im näheren Umfeld ist. Wird ja, so 10 Meter Reichweite oder so. Man wird 10 Meter weit sehen können und der Rest ist alles tot. Ich bin jedenfalls schon gespannt auf das... Feuerwerk. Ja, und wir sind jetzt nach Nordenstedt gefahren, um Timo aufrecht zu motivieren und Abend auch ins Raum zu kommen, damit wir da gute Musik haben. Der Witz ist, wir haben ihn angerufen. Hey, kommst du heute Abend auch? Und er sagte, ja, er kommt heute Abend. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hättest du gesagt, ich habe keine Lust. Dann wären wir zu dir gekommen und hätten dich motiviert. Und daraufhin sagt er, ja, eigentlich habe ich keine Lust, ich weiß noch nicht so genau. Deswegen sind wir jetzt nach Norderstedt gefahren. Deswegen sind wir jetzt nach Norderstedt gefahren, um Timo ausreichend zu motivieren. Nur mit uns, uns heute Abend im Horn zu beehren. Richtig. Ja. Damit ihr, wie heißt das? Rawhide, genau. Genau, damit wir Rawhide sehen können. Das wird die Premiere. Also es wird das erste Mal wahrscheinlich Rawhide im Horn gesungen und gespielt. Ja, ich denke. Hoffe ich zumindest. Ja. Wenn nicht, bin ich derbe enttäuscht. Wir werden ihn zwingen. Wir werden ihn zwingen. Also jetzt motivieren wir ihn, dass er mitkommt. Dann waren wir nett genug für heute, dann zwingen wir ihn, Rawhide zu singen. Genau. Oder wir singen das jetzt gleich. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder so. Oder wir singen das jetzt gleich und im Horn. Haha. Richtig, das ist ein guter Plan, weil er auf ins Abenteuerland. Ein bisschen flauschiger, ich bin jetzt nicht mehr so. Bin ich jetzt gebürstet? Bin jetzt total durchgebürstet. Nice. Ja, sieht jetzt viel besser aus. Gerade sah ich aus wie so ein Schlumpf. Ich meine, ich sehe immer auch ein bisschen aus wie ein Schlumpf, aber es gibt sich gleich, wenn ich mich geschminkt habe. Wir müssen jetzt unserer Pflicht nachkommen und Timo ausreichend motivieren, heute ins Horn zu kommen, ne? Richtig. Nee. Kommst du mit ins Horn? Komm mal mit. Komm mit ins Horn. Hey, komm mal mit. Komm mit ins Horn. Das war Silvester. Das ist heute Silvester, das gibt's sonst nirgendwo. Ist doch völlig egal. Ist doch völlig egal, ob heute Silvester ist. Aber ich wollte mir eigentlich heute einen ruhigen machen und hier so ein bisschen. Oh, come on! Und ich habe eine Gitarre. Und kannst du das hier mitnehmen? Kannst du mit uns singen? Haha. Ja, ja! Geil, ja. Bleibt ihr auch hier oder was? Nein, nice. Wir gehen ins Horn. Nice. Und du kommst mit. Und du kommst mit. Genau. Ich nehme dich einfach mit. Wer will im trüben Alltag fischen, nach Erheiterung und Spaß, könnt er doch auch an hohen Tischen sitzen mit gefülltem Glas. Krügen die Runde, spül die Lüge aus dem Munde, dass du das Leben nehmen musst, wie es ist. Hoch die Krüge und im Runde feiern wir die frohe Kunde, das Leben muss ich nämlich nehmen, leben wie. Hoch die Krüge in die
Lüge aus dem Munde, dass du das Leben nehmen musst, wie es ist. Hoch die Krüge unterm Munde, feiern dir die frohe Kunde. Das Leben muss dich nämlich nehmen, nehmen wie du bist. So, wir haben jetzt derbe rumgefuselt und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Horn und da machen wir dann Party an Silvester und Sieben. Ne? Oh, wir haben uns lieb. Wir können das mal auf. Wir sind jetzt noch gar nicht so arg weit gekommen, aber wir haben jetzt so eine Garagenparty gefunden und dann haben wir Bier abgezogen. Ziemlich cool. Freddy wollte gerade Brot gegen Bier tauschen. Ja, wir haben beides jetzt, Brot und Bier. Weil sie fanden die Frage so dermaßen cool, wir tauschen Brot gegen Bier und dafür hat jetzt jeder von uns ein Bier bekommen. Richtig. Ja. Hat Freddy richtig gut gemacht, er hat bei Lumpenhund hat er gelernt. Ja, Lumpenhund will jetzt bei Freddy in die Lehre gehen, habe ich gehört. Ja, Prost. Prost. Ja. Abenteuer. Hast du Abenteuer gesagt? Ja. Abenteuer. Ei. Ei. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho. And a bottle of rum. Drink and the devil hath done for the west. Yo ho ho. And a bottle of rum. Hier nochmal! Ja! Liebe Jordi, liebe! Ja! Silvester! Silvester! Man sieht einfach gar nichts ohne Bahn. Oh, Wahnsinn! Tomorrow you will get your pay, and it's time for us to leave her. Blut, Blut, Räuber saufen Blut, Raub und Mord und Überfall sind gut. Hoch vom Geigen klingt es, hoch vom Geigen klingt es, Raub und Mord und Überfall sind gut. Ich spreche von Dr. Vladimir, ein Fuß aus Ostfriedlanden. Doch hatte ein Mob ihn rasiert, das viele grausig fanden. Tra, tra, tra. Ich hab Brot. Hey, tra, tra, tra. Ich hab Brot. Ihr müsst euch mal einigen. Geil, eigentlich wie geil, dass wir Bier haben, aber wir dürfen das gar nicht trinken. Prost. Freddy versteckt das auch schon die ganze Zeit vorsorglich. Nein, wir trinken das schnell aus und dann stimmt halt schon ein Jahr oder so, darf man kein Alkohol mehr in der Bahn trinken. Ja. Also als ich noch jung war, haben wir in der Bahn immer noch Alkohol getrunken und geraucht. Das war okay. Ja, also nee, das rauchen nicht, aber das Alkohol trinken. You'll be a woman soon. Okay.